krank, jetzt kommt die Polizei. Boah, wäre das geil. Wäre das geil. Das war richtig close. Moin moin ihr Landratten, was geht ab? Black ist am Start mit einem neuen Reaction-Video und heute machen wir das erste Reaction-Video in unserem neuen Crib. Ne? In unserer neuen Wohnung. So geil. Lukas ist uns heute auch besuchen gekommen. Das Sofa steht jetzt, ja. Stimmt. Und ja, heute haben wir was ganz Spannendes. Wer unsere Reaction-Videos verfolgt, hat ja bei Lukas in den letzten Tagen gesehen oder in den letzten Wochen, hattest du es ein paar Mal, dass immer so geile Verfolgungsjagden waren. Und heute haben wir mal wieder unter anderem eine geile Verfolgungsjagd von einem Dieb. Sowas interessiert mich immer, sowas finde ich immer richtig spannend. Man kribbelt, kribbelt. Ja, bevor wir viel rum und labern, würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. So, los geht's. Ich bin mal gespannt, ob sie jetzt direkt schon anfängt, aber ich glaube nicht. Sepp crazy. Whoa, 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 you see the mirror? Ich hat sich gerade angehört wie David am Anfang. Dieses würde ich mal was hören, das wäre ziemlich geil. Ich höre aber gar nichts. Ich werde hier ausgegrenzt, finde ich nicht okay. Wir haben nur zwei Kopfhörer. Falls jemand eine Möglichkeit hat, wie man das regelt, schreib's mal in die Kommentare. Oh, richtig geil. Ich kann das nachkommentieren für dich. Das typische I was behind you for 3 to 5 seconds. I was there for 6 seconds at least. Das ist eigentlich ganz witzig, aber we didn't make contact. Yes, that's good. Yeah. I'm sorry I was close. You're sorry. Everybody's good. Sag gerade, ich will dich erschießen. Have a good day. Thank you. America for the win. Wo ist der nächste McDonald's? Das gibt's doch nicht. Was ist das? Das dauert für viel zu lange. Meadows is real. You get Meadows. You get Meadows. Ganz ehrlich, es gibt auch oft Fakes, also Videos, die einfach nur schnell sind. Das ist schon total Aber weißt du das? Dann im Nachhinein ein bisschen aufgeklärt, aber das kam so echt drüber. Manchen sieht es auch echt komisch aus, warum die sich streiten. Ja, das dann. Dann heißt es. Du klingst die ganze Zeit. Aber viele sind halt auch echt. Dann klingt er nicht mehr. Spätestens wenn einer richtig auf die Fresse fliegt, weiß man jetzt nicht. Boah, was? Was? Hör, wo kommt völlig der denn im hier? Gegenverkehr. Was passiert denn hier? Ja, was machen die? Wieso drehen die denn? Ja, na, wir haben es ja. Was ist da denn? Hä, das ist eine was? Autobahn, oder? Jetzt drehen alle? Was ist denn jetzt los? Ich glaube, weil einer gedreht hat, dann denken alle, wir sind hier falsch. Und dann fahren die weiter, oder? Das ist wie unlogisch war denn das? Das habe ich auch überhaupt nicht verstanden jetzt. Und jetzt fährt er rüber. War so cool. Yes. Yes. Da werde ich aber auch immer richtig sauer. Boah, ich auch. Weil sowas geht halt gar nicht klar. Ich verstehe nicht, warum die Leute einen da jedes Mal übersehen. Gucken klar, man hat einen toten Winkel, aber die... Es muss doch möglich sein, dass man da einfach mal einen Schulterblick macht. Was ist jetzt los? Und der hat ihn noch überholt. Ja. Ja. Der weiß doch, dass er da ist. Ja. Das ist echt unlogisch. Jo! Boah! Oh! Die Leute, die in letzter du Sekunde hast nicht noch. Gehört. Das hat noch der, die haben noch die Reifen gequetscht. Ja. Echt? Das ABS da ist. Aber er ist so richtig angepisst, Digga. Sie kassiert einfach einen Schlag. Hier, Gottschein Kamera war schon wieder der Move. Ja. Das ist, glaube ich, alles der gleiche, diese Siborotti. Ja, der steht schon die ganze Zeit da. Der lebte vor allem in einem gefährlichen Land. Der lebte vor allem in 2017 und blendet noch unten diese komischen Zahlen ein, immer wie bei so einer 1950-Kamera. Der fährt auch auf allen Spuren gleichzeitig. Ah, Paul. Das würde ich nicht risken, vor allem ist es nass einfach, ne? Aber das ist auch so, der fährt schon so auf beiden Spuren, da fährst du ja nicht überholt, da fährst du nicht an beiden vorbei. Gott, jetzt wird er gleich umgehauen oder so bestimmt. Wo ist das überhaupt? Der Bus da? Das war in Asien, glaube ich. Hä? Das ist eine Klassik. Sowas verstehe ich nicht. Leute, der doch safe gar nicht. Nur nach links. Nach links. Junge, guck mal da hinten. Oh, die überholen alle über die Busspur da. Was machen die da? Das war richtig close. Wir lachen erstmal. Ja gut, der Motorradfahrer natürlich besser dran, ne? Alter. Das ist auch alle. Das ist wieder Großbritannien. Junge. Ja, ohne Scheiß in England, die Leute, die fahren so verrückt. Ja, mein Gott, das ist echt. Filtern ist ja erlaubt da, aber trotzdem teilweise die Verkehrsteilnehmer. Ich glaube, die Motorradfahrer dürfen auch auf der Buslinie fahren. Ja. Ich glaube, es ist tatsächlich auch erlaubt. Ja, ich meine auch. Was hat der da einen offenen Tankdeckel oder was hat er da? Use it. Krass. Ich weiß noch nicht wie. Ja, kann man. Das ist, glaube ich, richtig geil bei der Rennstrecke. Das ist voll, aber ich würde mal sagen, im Stau ist jetzt wenig so interessant. Elapsed Time. Ja.
Average Speed. Das ist ganz schön schwierig. Sieht aus wie so eine Rallye-Etappe. Ah, get in front of you. Ist auch wieder in England, ne? Ja, ja. Ach, was ist das denn? Ich verstehe auch nicht. Da würde ich auch so sauer werden. Was soll das denn? Camera, you. Absolute Frechheit. Er kam wieder, ich hab dich auf Kamera hier gemacht. Das sind immer diese Leute, das jetzt stellt sind er sich Leute, vor. What's gonna do now? Das sind immer die Leute, die so. Your camera. Die neidisch sind, dass du als Motorradfahrer filtern kannst, ja. Es nicht einsehen wollen. On my way to Waste Car. Was? Eigentlich GoPro-Halterung, beste Leben. Ja. Watch here. Okay, ich glaube, das könnte die Verfolgungsjagd werden, gefühlt. Ja. Ja, das waren Diebe, glaube ich. Es gibt ja immer diese Scooter-Diebe in England, ne? Aber ja. Ich weiß nicht, woran er das gecheckt hat. Ja, die waren schwarz vermummt, sind zu zweit auf einem kleinen Roller, glaube ich, gerade gefahren. At this point, I just want to follow these guys. Das ist dann Lifestyle, also die Motorräder zu klauen. Er sagt gerade, er will den hinterherfahren, weil er irgendwie merkt, dass die irgendwie irgendwas Böses getan haben. Nein, das ist jetzt ein Zwischenschnitt. Ja. Ach so, du meintest Scooter-Diebe im Sinne von, dass die andere Leute ausrauben. Ja, genau. Auf dann Scooter. Das, okay, ja. Auf Scooters, weil die sofort weg sind. Oder so andere Möglichkeiten, dass die einfach von einem anderen das Bike nehmen oder so. Ja. Es gibt verschiedene. Manche klauen Roller und manche nehmen einfach ein Handy von einem Fußgänger und fahren dann ganz schnell weg. Oder eine Tasche oder sowas. Ja. Deswegen hat die Polizei in Großbritannien es ja eingeführt, die Roller umzufahren, also die Fahrer. Da hatte ich mal ein Video zu gemacht. Es gibt so eine Sonder... also die jagen die Einheit, und rammen die dann um. Die dürfen die rammen. So gefährlich. Finde ich aber gut. Was? Ja, bevor die wegkommen. Ja, ist so ein bisschen so... Weiß ich nicht. Kritisch. Ist echt kritisch. Ist schon lebensgefährlich eigentlich. Ich weiß gar nicht mehr, wo der hinfährt. Sind die da noch irgendwo? Das wäre so geil. Krank! Genau da war ich mal zum Super Bowl. Ich war da rechts frühstücken. Echt? Da rechts war ich. Echt? Was? Ja, da. Was? Wie geil ist das denn? Genau da ist der Lidl. Da haben wir so Bier gekauft. Oh mein Gott. Guck mal, da hinten seht ihr den Bogen. Das ist das große Stadion in London. Krass. Das ist witzig. Das ist schon echt lustig. Oh, they were trying to like, was macht er denn jetzt? Ich weiß auch nicht. Ich höre nicht mal was. Ich telefoniere gerade mit der Polizei. Du redest doch die ganze Zeit dazwischen. Die Leute werden so in den abgefuckt sein in den Kommentaren. Der erzählt so Sachen und du erzählst deine Geschichte. Beste Leben. Like staying still, so they don't know I'm watching them. Trotzdem krass, dass er da jetzt irgendwie, dass er die erkannt hat und so. Allein, dass er da mit Warmlinglicht steht, wie auffällig. Full face, black. Mann, they're on a white bike. They're standing next to a white bike with no mirrors. Verrückt. It's a scooter. Das ist schon, ich weiß nicht, das, also was gibt's bei uns auch nicht wirklich, ne? Nee, sowas ist echt so ein Phänomen, was nur in England gibt, diese Scooter-Diebe. In England ist die Crime Rate höher als in New York aktuell. Guck mal, gibt's hier sogar noch Bildung dazu. Das ist echt krass. Wo sind die? Boah, nice, neue C-Klasse. 220D. Was machen die denn? Wo sind die denn? Die sind da auf dem Parkplatz, der fährt immer um die rum oder so. Okay. Verrückt. Krank, jetzt kommt die Polizei so. Oh, wäre das geil. Wäre das geil, wenn die jetzt geschnappt werden. Aber hat er die jetzt wirklich irgendwie schon wobei erwischt oder denkt er nur, dass das Diebe sind? Er meinte vorhin irgendwas mit der Roller, wurde als gestohlen gemeldet. Guck mal. Junge, richtige Selbstjustiz. Ist das geil? Da kriegst du trotzdem Ärger auch von der Polizei, ne? Ja. Also im Nachhinein dann, so traurig. Hauen die jetzt echt ab? Und das krass, guck mal, das ist ja nur ein Roller, aber der kann überall durchfahren. Was soll die Polizei? Junge, da ich würde mich da nicht selber jetzt so in Gefahr bringen, glaube ich. Der hat ja richtig gut gelenkt. Aber ich glaube, ich wäre genauso in dem Moment. Juch. Aber die können Roller fahren. Aber auch gefährlich, ne? Das ist richtig gefährlich. Dass er da so hinterherfährt, ich würde das nicht machen. Nee. Ey, ohne Scheiß, lass die Diebe sein und das ist kack. Oh, ist das eng! Das Schild da, hast du gesehen? Von der fetten Touring-Maschine. Ne? Krank, mit dem Roller. Du blickst diesem Dieb in die Augen. Das muss so ein krasser Moment sein. Ja, am liebsten würdest du ihn halt umhauen, aber du sitzt ja selber auf dem Motorrad. Da ging das Case einfach drin, volle Pulle. Da runter. Krank.
Hä? Den juckt ja gar nichts mehr. Krank, der ist voll im Gegenverkehr jetzt. Junge, Junge, Junge. Und biegt ab jetzt, ne? Der ist weg. Ja, wo ist der? Der ist weg. Ja, der ist abgehört. Der ist einmal im Gegenverkehr und dann abgehoben. Junge, ja, die kennen das aber Skrupel. Auch. Ja, den juckt ja gar nichts. Und ich glaube, die kennen da auch alle die Wege. Das ist halt so, guck mal, wie eng das auch in England ist. Wenn jetzt ein Auto entgegenkommt, mit einem Polizeiauto stehst du fest. Und der weiß genau wohin. Der hat gesagt, er hat einen Flat Tire. Irgendwas mit Flat Tire. Wo fährt er denn jetzt hin? Hast du ihn verloren, oder? Krank, endlich wieder eine Verfolgungsjagd. Krank, das ist voll spannend. Ist mega. Die Polizei ist vorbeigefahren. Aber klar, du kannst ihn hinterherfahren, aber wie willst du ihn sonst anhalten, ne? Also, das RAM ist tatsächlich so, wie willst du sie sonst anhalten? Du kannst ja nicht auf die schießen. Also, was ist schlimmer, schießen oder RAM? In Amerika, die würden dich direkt runterholen. Natürlich würden die dich runterholen. Direkt. Gar keine Chance. Jetzt riechen sie alles. Ist das geil? Oh, das, ey, das ist so cool. Ich feiere das gerade so hart. Aber das ist schon irgendwie auch... Na, jetzt ist der weg, oder? Jetzt hat dein Helm wahrscheinlich hochgeklappt. Then they stopped outside of McDonald's, I called it in. You're the informant? Yeah, yeah. Oh, okay. Yeah, yeah. And then, once they... Where have they gone? They went down that way. Oh, they're... Okay. Yeah, yeah. Hat ein Klapphemd, da sind sie mir jetzt nicht mehr, oder? Ich Oh, did you think I was them? Yeah, I saw you because I was at the triangle. Okay, yeah, das sieht gerade irgendwie auch nicht so. Yeah, no, my bad. Die sind doch weg, oder? Ich meine, sobald der 30 Sekunden weg ist. Ich denke auch, der ist in irgendwelche Wege gefahren, Schleichwege und sowas. Ja, haben sie natürlich nicht bekommen. Krank. Krass, ja, aber das passiert halt immer wieder so, ne? Ich glaube, ganz wenige von denen werden gefasst, deswegen machen die es auch, weil es halt so gut funktioniert, ne? Wollen wir auf Rollerjägerjagd gehen in London? Wollen wir noch so einen Vlog machen? Wollen wir die auch jagen? Da wir eine lass mal dieses Jahr auch nach London. Dann holen wir uns einen Elektroschocker und schießen die crazy. Was da abgeht, das ist crazy, ich sag's euch. Ja, Mann. Wenn ihr das wollt, schreibt's in die Kommentare. Wie hat euch das Video gefallen? Ich fand's richtig spannend. Schade, dass es kein Happy End gab, aber es ist natürlich kein Hollywood-Film, sondern das echte Leben. Und Diebe hauen auch einfach manchmal ab. Ja, so ist das Leben. Ich hoffe, euch hat das Video Spaß gemacht. Wenn ja, wäre ein Däumchen, wie immer ein Träumchen. Und sonst sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut, peace und haut aneinander. Digga, deine Füße sind...